Moin Leute, wir haben 5:30 am Morgen und gleich laufe ich auf den Schicksalsberg von Herr der Ringe zum Tongariro. Das ist ein Walk von 7 bis 8 Stunden und ja, ich hoffe, ich überlebe es. Außerdem bin ich ab heute alleine unterwegs. Die zwei Travel Mates haben mich leider verlassen, die sind jetzt schon weiter auf die Südinsel. Um 7:30 Uhr bin ich losgelaufen. Ich muss spätestens um 15:30 Uhr am Abholpunkt sein. Das sind 19,4 Kilometer. Zeit 7 Stunden oder so. Mal sehen, ob ich es packe oder nicht. 2 Kilometer habe ich schon mal geschafft. Bin schon total durchgeschwitzt. Jetzt hier gerade meine Viererpack Croissant. 1,40 Dollar am Angebot, weil es heute abläuft. Und guckt euch mal hier das an. Ich bin jetzt 1,5 Stunden unterwegs. Total durchgeschwitzt. Gerade einen kleinen Rast gemacht. Jetzt geht's weiter. Meine Haare sind komplett klatschnass wegen dem Nebel, weil er so feucht ist. Mein ganzer Pulli hier. Der ist auch klatschnass. Ah, der Nebel zieht sich zurück. Das Wetter wechselt hier aus sekündlich. Vorhin noch tiefster Nebel, alles war nass und jetzt auf einmal Sonnenschein. Übrigens der Vulkan, der hier noch aktiv ist, glaube ich. Ich bin mir jetzt sicher, ob es dann auch der Schicksalsberg ist, wo der Ring zerstört worden ist von Herr der Ringe. Aber ich denke, das muss hier sein. Korrigiert mich, wenn ich eben Scheiße gelabert habe, weil ich bin mir echt nicht sicher. Stunden laufen, dann bin ich am Fahrpark, wo der Bus zurück nach Taupo geht. Nach ungefähr 12 Kilometer, also stand auf dem Schild. Also die Wanderung ist echt der Wahnsinn. Würde ich euch weiterempfehlen.
Einfach mega die Umgebung. Da unten ist schon normales Land zu sehen. Ich hab's bald geschafft, denke ich. Wir haben jetzt 12 Uhr. Ich bin schon 5,5 Stunden unterwegs. Liegt eigentlich super in der Zeit. Also normal war vorgeschrieben, dass man für den Weg 6 bis 8 Stunden braucht. Da unten ist eine kleine Hütte. Hoffentlich kann man da auf Toilette gehen. Ich muss jetzt die ganzen Terpentinen da runterlaufen bis zu der Hütte. Im alten Hostel, aber da haben sie gemeint, es wäre ausgebucht, was ich gar nicht glaube. Und ja, es wird noch lustig heute. Es sind immer noch 45 Minuten. Ich gehe kaputt, ey. Der Walk ist übrigens Schwierigkeitsstufe 5. Höher geht nicht. Und mir tut alles weh. Füße, Schulter, Rücken. Hoffentlich bin ich bald da. Na dann. Ich bin im neuen Hostel angekommen. Ich habe jetzt für den Walk insgesamt 7 Stunden und 20 Minuten oder so gebraucht und fix und fertig. Jetzt geht es erstmal in die Dusche und mehr passiert heute nichts außer Videoschneiden. Also bis dann.